Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit Skyrim. Ich bin der Lord Langster, begrüße dich herzlich zu meinem Let's Play mit meinem Ugluk. Und wir stehen hier immer noch in der Taverne in Winterfeste. Hieß das so? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, Winterfeste. Ja, ich habe mich hier ein wenig unterhalten mit dem Tavernenbesitzer und habe herausgefunden, dass mir der Magier-Chef in Winterfeste eventuell weiterhelfen kann, wenn es darum geht, die Tür zum Dungeon Sartal zu öffnen. Und diese Spur nehme ich dann auch auf. Vorher gucke ich hier vielleicht nochmal in den Keller. Und ja, wir gucken einfach mal, ob wir dann da reinkommen in diesen Turm Winterfeste. Gibt's nix, das ist einfach nur auch nochmal ein chilliger Raum hier. Okay, gehen wir wieder hoch. Ja, vielleicht können wir ja auch mal gucken, ob wir uns da ein bisschen Stil echt anziehen können. Aber wir haben da hier so schöne Amulette. Zum Beispiel nehmen wir mal hier so einen Umhang. Warum habe ich denn davon zwei? Können wir doch einen hier lassen. So. Oh, die Maske da vielleicht oder so eine Robe hier. Ach komm, ich ziehe so eine Robe an. Zack. Die Handschuhe vielleicht noch aus. Und jetzt sehen wir doch schon mal aus wie so ein Magier, oder? Oh, der Umhang sieht da aber überhaupt nicht schön aus. Den ziehen wir dann wieder aus. Den schwarzen. Nee, sieht auch nicht schön aus. Nee, dann bitte auch keinen schwarzen. So. So machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Deswegen bin ich eigentlich auch nur in den Keller gegangen, um mich da heimlich umzuziehen, damit das keiner mitbekommt. Und jetzt fragen sie sich natürlich alle, wer ist denn das? Der ist doch gar nicht hier reingekommen. Sehr komisch. Ist doch gerade ein Ork runtergelaufen und jetzt kommt da ein Magier wieder hoch. Das ist ja merkwürdig. Oh, neue Musik. Nicht schlecht. Ja, die sind schon wieder vorbei. So. Wo ist denn jetzt dieser Turm? Ich glaube. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Okay. Wegen Drachen und so? Ja, passt schon. Lalalala. Ich glaube, hier rüber müssen wir. Da ist der Eingang. So, da wollen wir jetzt rein und ich gucke mal, ob uns da wirklich weitergeholfen wird mit unserem Sartal-Dungeon-Problem. Warum bist du so frech? Was soll denn das? Lass mich doch in Ruhe. So, vielleicht machen wir hier noch so eine Fackel, dann sehen wir hier noch ein bisschen mysteriöser aus. Mein Gott. Unser kräftiger Ork in so einem Stofflumpen. Meine Güte. So, grüß dich. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Ja, klar. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ja, ja. Ihr werdet keinen Einlass finden. Meinst du? Und warum bist du dann hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Ja, ich zum Beispiel. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Ja, ich möchte der Akademie beitreten. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Was? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Oh. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Oh. Ich möchte die Rätsel von Aetherius lösen. Ich möchte nur mal hineinblicken. Ah, das klingt doch mysteriös. Ich weiß zwar jetzt nicht, wer Aetherius war, ob wir damit schon zu tun hatten, aber ich möchte die Rätsel von Aetherius lösen. Ah, die Ebene der Unsterblichkeit. Es heißt, sie sei die Quelle aller Magie. Das ist in der Tat ein hehres Ziel. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ja, das kann ich schon. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Ich heile dich, wenn du möchtest. Oder, wir beide wissen doch, dass ich hier erfolgreich war, oder? Na, zwinker, zwinker. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Oh. Gut, ich stelle mich eurer Prüfung. Ausgezeichnet.
Der Furchtzauber hat schon vielen Illusionsmagiern das Leben gerettet. Wenn ihr ihnen auf das Siegel hier am Boden wirken könntet, würdet ihr damit eure Kenntnisse unter Beweis stellen. Ja, kann ich machen. Ich freue mich darauf. Der Furchtzauber. Ich hoffe, den haben wir jetzt noch. Scheiße. Ah, oh, Mist. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Den Furchtzauber kenne ich nicht. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer im Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Wenn das der Preis sein soll, um da jetzt an diesen blöden Turm zu kommen, hier hast du deine 30 Goldstücke. Hier, Mensch. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Jetzt muss ich trotzdem noch zaubern, oder was? Ich hab dir doch schon Geld gegeben. Mann. So, Furcht. So. Auf die Rune da, oder was? Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Ja, pass mal auf, was jetzt kommt hier. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Das ist natürlich jetzt scheiße. Habe ich hier irgendeinen Trank, der mein Magicka erhöht? Oh, Mist, jetzt kann ich den nicht zaubern, weil ich zu wenig Magicka habe. Das stellt Magicka wieder her. Ich hätte gern mehr Magicka. Mehr, mehr, mehr. Was mache ich denn da jetzt? Jetzt komme ich da nicht rein, weil ich keinen Magicka habe. Das hier. Zack. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Das reicht nicht. Ich schmeiß mir noch einen rein. Wie hieß denn der jetzt? Zusätzliche Magicka. Zack. Jetzt, wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Ach, jetzt komm schon. Kann doch nicht wahr sein. Ups, 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 ups. Mirabelle leistet gute Arbeit als Hof. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wer Mirabels Nachfolger werden wird. Sicher wird sie eines Tages zum Erzmagier befördert. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. So, vielleicht reicht die Adept-Kapuze schon, die ich mir jetzt gekauft habe. Das erhöht jetzt meinen Magicka nochmal um 50. Ah, ich sollte auch die richtige Taste drücken. Jawohl. Jawohl. Ihr seid entweder sehr gut gemacht. Ich glaube, ich bin nackig. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Ist so kalt. Willkommen, Lehrling. Juhu. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hofmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. So, oh mein Gott, ich bin wirklich nackig. Objekte, hier, dann, Adeptenrobe der Beschwörung. Zack. So. Jetzt sehen wir wieder aus wie ein Magier. Von vorne angucken hier. Hallo? Jetzt. So. Gut, lass mich mal vorbei. Wir haben es hier ein bisschen eilig. Ich mache hier nämlich ein Video und, ich jetzt... Muss ich wirklich mit ihr mitlaufen, oder was? Mädchen. Was auch kommen mag, boah, die Akademie angreifen. Wird es überstehen. Aha. Oh, ein hübscher Zauberstrahl. Was hast du da jetzt gemacht? Ist das hier irgendwie so eine Art Türschloss jetzt? Ist das so eine Art Schlüssel gewesen? Erzähl doch mal. War doch nicht so still. Zwingst mich hier mit dir mitzulaufen und jetzt redst du manchmal mit mir. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein. Ja, babbel nett. Aber die Akademie besteht immer noch. Mach dein Zauber, genau. Komm schon. Wir haben doch keine Zeit, Mensch. Eigentlich bin ich ja nur hier, weil ich nach Saartal möchte. Verstehst du? Aber eigentlich
Ich darf euch das gar nicht erzählen, denn wir wollen ja hier irgendwas über ATI lernen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Boah, hier darf jetzt aber keine Windböe kommen, sonst... Ne? Fällt man auch schnell mal runter. Aber muss ich dir jetzt hier wirklich hinterherlaufen? Ich laufe nochmal ein Stück vor, oder? Wow, was war denn hier jetzt? Okay. Ja, sieht ja schon ein wenig nach Magier aus hier. Mist, die kommt nicht mit, aber wir probieren da jetzt einfach mal reinzukommen. Ah, hier steht noch einer. Servus. Sabos. Ihr seid neu hier, oder? Ja. Wir haben uns noch nicht unterhalten. Okay. Nein, mein Herr, haben wir nicht. Wie eigenartig. Ich bin Sabos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Na klar, ist schon richtig. Ja, das war's dann auch schon. Mhm. Eigentlich will ich hier nur mit deinem Chef sprechen. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Imposante Statue. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr so, gut, dann wir gehen hier mal rein. Fertig. Interessiert uns alles nichts, nicht. So, Fackel können wir wegstecken. Hier ist voll hell. So. Wo geht's denn jetzt zum Chef? Kannst du mir das sagen? Wow, was haben wir denn hier Schickes? Das war's schon. Ah, da ist doch bestimmt der Chef, oder? Hallo. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Ja. Bitte bleib ja. Noch und hör zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Jetzt muss ich hier so einen blöden Magierunterricht mitmachen. Wir denn noch? Fangen wir an. Aber ehrlich, los bitte, jetzt. Bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Ich bin Ork, ich lebe von Eifer. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Wir sollten... Eigentlich will ich gar nichts lernen. Ich will doch eigentlich nur in Saartal rein. Komm, wir sind mal hier ein bisschen stümperhaft. Wir sollten was Praktisches lernen. Ach ja? Seht ihr? Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Nö. Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Ja, habe ich. Ja, ich habe einen Schutzzauber, benutze ihn aber nie wirklich. Dafür gibt es diesen Unterricht. Der perfekte Zeitpunkt, um ihn auszuprobieren. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Doch. Ich hoffe, ich habe jetzt auch wirklich einen. Ba, 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 ba.
Leichter Schutz. Den nehmen wir. Lieber bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten. Ja, mach ich doch. Sonst wird es nicht funktionieren. Gleich ist vorbei. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Haltet still. Oh, oh, oh. Sehr gut gemacht. Ha. Ha. Ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ja. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Sartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Da wollte ich hin. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, alles klar, was uns darin erwartet. Genau, das da wollten wir hin. Das ist alles für den Moment. Ha, die Danke. Werden gucken, wenn ich da in Ork-Rüstung auftauche, ne? Ja, ne? Sehr schön. Erste Lektion und jetzt... Jawohl. Unter Sartal. Jetzt dürfen wir da also hin. Das war ja eigentlich unser Ziel, hat sich ja doch gelohnt, ich Gott sei Dank. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Ja, aber ich denke drüber nach, wie scheiße du aussiehst. So. Wisst ihr, dies ist einer der sehr wenigen Orte, wo ihr eine ordentliche Ausbildung in den verschiedenen Schulen der Magie erhalten könnt. Ja, cool. Jetzt geht's endlich weiter. Mehr wollten wir eigentlich nicht bei den verrückten Magiern hier. Dass es immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Ich geh schon mal vor, gell, Opa? Ich mach das schon. Na, na, na. Ach, jetzt Nutzlose bin ich wieder glücklich und zufrieden. Nicht, aber vielleicht benötigt ihr Hilfe bei Beschwörungsmagie. Wird es eigentlich schon wieder dunkel? Naja. So, ich beeile mich jetzt wirklich mal ein bisschen, dass wir da schnell hinkommen. Wahrscheinlich müssen wir dann warten, bis der Alte da ist, aber das ist mir egal, denn wir wollen ja jetzt endlich mal weitermachen. Genug rumgeirrt. Warum ist denn jetzt hier so ein Sturm? Ich sehe ja überhaupt nichts mehr. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Das sieht man ja die Fackel vor lauter Schneeflocken nicht. So. Artax, jetzt müssen wir nochmal umdrehen, ohne den Typen da umzurennen. Genau. Alter Schwede, ich glaube, hier kommen wir jetzt lang. Nee, hier kommen wir nicht. Ich sehe wirklich nichts. Das ist ja voll krass. Vielleicht mal die Fackel ausmachen. Jetzt sehe ich noch viel weniger. Hilfe! Nee, hier bin ich falsch. Hä? Jetzt wollen wir mal auf die Karte gucken. So, jetzt haben wir einigermaßen die richtige Richtung. Da ist auch noch der Drache. Das machen wir vielleicht nach dem Dungeon. So, jetzt müssen wir hier irgendwie den Weg hoch. Ah, das ist ja so dunkel. Warum ist denn das? Auweia. Auweia. Ich hau ab. Jetzt habe ich den umgeritten. Oh mein Gott, ich wollte es gar nicht. Das ist aus Versehen passiert. Und ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Ich entdecke hier Fußspuren auf dem Boden. Ich glaube, das ist gut. Ey, das geht so nicht. Ich muss irgendwo rasten. Nicht, dass wir hier noch irgendwo runterfallen. Und siehst du, da wollte ich nämlich gar nicht lang. Scheiße. So, nehmen wir wieder die Fackel. Oh nein, der will mich wirklich angreifen. Geh weg. Ich wollte das nicht. Du bist mir vors Pferd gelaufen, wie es so schön heißen würde. Und wie komme ich denn da jetzt rüber? Das muss doch hier irgendwo jetzt gleich links abgehen. So. Hier, oder? Boah, da ist jetzt schon wieder die Wand. Aber ich glaube, hier geht's hoch. Ah, oh, Gott sei Dank, ich hab's gefunden. Ja, ist ja auch mal ein Erlebnis hier. So total zugeschneit in Skyrim.
Dabei bin ich ja eigentlich krank. Und ich habe einen roten Punkt vor mir. Wer ist denn das? Der will mich hauen. Geh weg. Geh weg. Geh weg von mir. Oh, der Schneesturm ist weg. Geil. Und da ist ein Säbelzahntiger. Ja, so schnell geht's dann manchmal in Skyrim. Wahrscheinlich geht gerade der alte Erzmagier auch los und der denkt sich so, oh, der Schnee, das passt mir jetzt aber gar nicht. Den zaubere ich einfach mal weg. Ist das viel mal hinter uns? Nee. So. Endlich sind wir da. Artag stelle ich mal hier eben ab. So, und natürlich müssen wir hier wieder unser Zeug anziehen. Und zwar... Hier ist mit das. Ich kann das sogar schon anlegen, dieses Fragment von Gauldur. Das wird bestimmt noch stärker dann. Coole Sache. Ausdauer wollte ich haben. Das wollen wir haben hier. Unser Schild blockt mehr Damage, auch nicht schlecht. 15% auf Redekunst, Gesundheit. Keine Kapuze. So, jetzt sind wir wieder der alte Ork. Und wir gehen jetzt mal runter zum Eingang. Jetzt sind schon wieder 20 Minuten vergangen und ich war immer noch nicht in dem Dungeon. Und jetzt will ich da schon noch mal reingucken. So, so. Hoffentlich komme ich da jetzt auch einfach so rein. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht warten müssen. Gut, wie lange warten wir? Stunde? Ah, der erste ist schon da. Der alte ist auch schon da. Super. Hallo. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Ja, super. Gehen wir rein. Komm schon. Gut. Bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Jawohl. Es müsste eigentlich sicher sein. Mhm. Aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Ah, wenn ihr wüsstet, warum ich da eigentlich wirklich reingehe. Komm, er wundert sich gar nicht, dass ich hier mit meiner dicken Ork-Rüstung unterwegs bin. Ja, wir sind drin, wir haben es geschafft. Wir sind in Sachtal. Endlich geht's kaum weiter. Kaum zu glauben, dass diese Ausgrabung genehmigt wurde. Wie einige von euch vielleicht wissen, war Sachtal eine der frühesten Nords. Kaum zu glauben, dass diese Ausgrabung genehmigt wurde. Laber mich nicht voll. Wir müssen da aufpassen, Mensch. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Sachtal geschehen ist. So, wo könnte jetzt das Amulett sein? Das ist eine aufregende Gelegenheit für uns. Nun, gibt es noch Fragen, bevor wir anfangen? So Tränke zu verkaufen? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Ich will eigentlich nur Tränke kaufen, hast du aber nicht. Dann will ich auch nichts kaufen. Dann, geil. Ich habe keine weiteren Fragen. Und dann, was soll ich jetzt tun? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Nein. Ach Mensch. Das ist schon der Buggy hier oder was? Bitte seid hier vorsichtig. Ja. Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten. Und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim... So, mal sehen. Was machen wir mit euch anderen? Brelina, meine Liebe. Warum sucht ihr nicht nach Schutzzaubern? Alles, was darauf angelegt ist, andere fernzuhalten. Aber lasst sie bestehen. Identifiziert sie nur. Also gut, alle miteinander. Lasst uns vorsichtig sein, aber auch Spaß haben. Spaß haben, oder was? Bin hier auf der Suche nach Gauldur. Das wird sicherlich kein Spaß. Diese verrückten alten Magier. Ich weiß schon, warum ich kein Magier geworden bin. Warum ich ein Krieger, ein Ork bin. Ha.
So, und jetzt können wir uns hier endlich mal wieder ein bisschen umschauen. Ist ja ganz schön groß und verwinkelt hier. Wow. Wir gehen da einfach auch mal runter, würde ich sagen, ne? Da ist eine Kiste. Wüsste gern, ob ich da jetzt einfach so rüberspringen kann, aber ich traue mich nicht, darum nehme ich jetzt mein Kölbe den Sprint. Nein, ein Adept-Schloss, das kriege ich aber fast auf beim ersten Versuch. Jetzt auf Anhieb. Na, nicht ganz. Na. Oh, hä? Was ist das jetzt für ein blödes Schloss? Gut, beim dritten Mal auf Anhieb. Mit 16 Gold sind wir dabei. Zaubertrank, Magicka, starke Heilung und eine neue Stufe. Wow. Ich glaube, ich nehme mal wieder Ausdauer mit. Zap, zap. Und ich wollte mein Schild, glaube ich, noch besser machen. Das kürzt sich ja mittlerweile doch sehr viel. Aber da kommen wir noch nicht weiter. Aber einhändig. Angriffe mit zwei Waffen sind 35% schneller. Das machen wir ja gar nicht mehr. Hm. Schießkunst. Geht's aber auch noch nicht weiter. Doch. Das Heranzoomen mit einem Bogen kostet keine Ausdauer und verlangsamt die Zeit um 50%. Keine Ausdauer ist natürlich praktisch, glaube ich. Was ist denn hier noch? Mächtiger Schuss. Das habe ich schon. Na gut. Was, wenn du während des Zielens Blocken drückst, kannst du heranzoomen? Ja, ist doch klar. Hm. Ja, das kann ruhig noch ein bisschen Ausdauer verbrauchen. Ach, was nehme ich denn da jetzt? Was haben wir hier? Schwere Rüstung. Stählerne Fäuste. Hier komme ich ja überall noch gar nicht weiter. Ja, was mache ich denn da jetzt? Das ist ja voll komisch jetzt. Dann gehen wir hier doch auf Schießkunst. Hier mehr Schaden, ne? So. Jetzt probieren wir hier doch mal so rüber zu kommen. Ah, es hat sogar geklappt. Und hinab. Hinab. Gibt's da was? Wahrscheinlich kommen wir hier dann wieder raus, oder? Wie es halt immer so ist in den Dungeons hier von Skyrim. Auch wieder zurück. Okay, ich bin schon unten, Leute. Ich bin schon unten. Habt ihr gesehen? Ich war schnellster. Aber hier ist keiner. Dich suchen wir nicht. Dich suchen wir auch nicht. Wo geht's denn jetzt bitte weiter? Ich sehe keine Anzeichen von Abwehrzaubern. Entweder gibt es keine oder sie wurden schon vor langer Zeit entfernt. Ah, was ist denn das jetzt hier für ein Dungeon? Ich weiß nicht, wo es weitergeht, Leute. Hier gibt's Leder. Warum liegen die da einfach so rum? Ja, ich glaube, hier geht's weiter. Gehen wir einfach mal rein. Hallo. Bitte seid hier vorsichtig. Die Stätte wurde noch nicht vollständig gesichert. Ach, das wird schon. Ach, da ist doch hier der Arniel Gain. Genau, den haben wir ja gesucht. Gucken erstmal, was der hier so rumliegen hat, bevor ich ihn anquatsch. Eine Sackgasse. Das Ding ist leer. Gut. Dann reden wir ihn mal an. Hallo? Du siehst ja voll komisch aus. Nun, nichts von dem bringt meine Forschung weiter voran. Tolfdir hat mich zu eurer Hilfe entsandt. Was?
Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Gut, das reicht schon. Bis zum nächsten Mal. 4 magische Artefakte sollen wir suchen. Und ich würde mal vorschlagen, das machen wir beim nächsten Part, weil ja irgendwie jetzt schon wieder die Zeit rum ist. Aber immerhin, wir haben jetzt endlich mal den Dungeon erreicht. Ich weiß noch nicht so richtig, wo wir hier das Amulett dann finden werden. Aber das kriegen wir schon raus. Hier geht's dann weiter. Ja, gucke ich dann gleich mal. Also, wir machen jetzt hier Schluss. Hier ist es auch so ein bisschen warm, zumindest an meiner Fackel. Und bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr doch beim nächsten Part wieder dabei seid, wenn wir dann endlich mal Saartal erkunden. Bitte seid hier vorsichtig. Die Stätte wurde noch nicht vollständig gesichert. Bla bla bla. So, ich stelle mich, glaube ich, doch lieber hier vorne hin, damit die mich nicht alle anquatschen, wenn ich dann wieder neu lade. Vielleicht setze ich mich sogar hier hin. Geht gar nicht. Altes Amulett. Amulett von Saartal. Achso, ja okay, das war jetzt eins von diesen magischen Dingern, die wir erfinden sollen. Gut. Ah ja, da haben wir also schon eine Falle ausgelöst. Ach, Mann. Gut, jetzt stehen wir hier in der Sackgasse und ich mache hier mal Schluss, ne? Wir gucken mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Also, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bye, bye, euer Langster.